Auch wenn mein Klimatower an ist, die Luftfeuchtigkeit bei 68.000% liegt und ich nebenbei einfach nur auslaufe aus jeder Pore, die Adventskalendersaison ist in Full Throttle und so langsam habe ich auch Bock. Hey Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid oder falls ihr zum ersten Mal hier seid. Hi, mein Name ist Kati, willkommen in der Love Community. Leute, was soll ich sagen? Aktuell laufe ich jeden Tag in irgendeine Drogerie, um wieder Adventskalender abzuholen oder bekomme sie sogar vor die Haustüre geliefert. Das lieben wir doch am meisten. Und heute schauen wir uns einen Adventskalender an, auf den ich mich persönlich sehr freue und auf den ich sehr gespannt bin, denn ich habe hier den DM Trended Up Adventskalender. Da ist dekorative Kosmetik mit drin für einen sehr günstigen Preis. Ob sich das trotzdem lohnt, den zu kaufen und was da eigentlich drin ist, das finden wir gemeinsam raus. Bevor wir allerdings da reinstarten, möchte ich an der Stelle nochmal dran erinnern. Holt euch bitte etwas zu trinken, denn das ist euer Daily Reminder to stay hydrated and let's go into the video. Falls ihr übrigens diesen Look genauso feiert wie ich, dann kann ich euch an dieser Stelle sagen, es lohnt sich, am Montag in meiner Instagram Story vorbeizuschauen, denn dort zeige ich euch, mit welcher Palette ich den gezaubert habe. Und für die, die am Freitag, also heute, in meiner Insta Story dabei waren und mitbekommen haben, dass ich mir den kompletten Look einmal runtergeheult habe, wegen eines kleinen Mental Breakdowns, aus sehr billigen Gründen möchte ich an dieser Stelle sagen, Grüße gehen raus, ja, ihr wisst Bescheid. Worüber ihr vielleicht nicht Bescheid wisst, der DM Trended Up Adventskalender ist ab jetzt online verfügbar. Ich werde ihn natürlich unten verlinken, genauso wie meinen Instagram-Account, damit ihr dort auch einmal vorbeischauen könnt wegen der Palette. So sieht der Kalender von innen aus und er hat 27,95 gekostet. Ich habe den selber gekauft. Und bei meinen Adventskalender-Videos ist es immer ein bisschen anders als bei den meisten anderen Kanälen, weil ich unfassbar special bin. Deswegen Disclaimer, ich werde nicht von 1 bis 24 die Türchen chronologisch öffnen, damit die, die sich den kaufen wollen, noch die Überraschung haben, dass sie nicht wissen, in welchem Türchen welches Produkt ist. Und das Zweite ist, die allermeisten meiner Adventskalender-Inhalte spende ich an das Frauenhaus in Bremen. Deswegen werde ich auch keinerlei Produkte swatchen, anfassen, irgendwo auftragen oder sonstiges, denn man kann nur spenden, wenn die Produkte unbenutzt sind. Ah ja, und drittens, ich weiß nicht, was drin ist. Ich habe mich nicht spoilern lassen, bisher noch keine Videos dazu angeguckt und ich bin richtig aufgeregt. Hier haben wir ein Produkt, das ich so halten muss, damit das Licht nicht die ganze Zeit spiegelt. Ist ein typisches Filler-Produkt. Meiner Meinung nach ein bisschen schade, wenn die in Adventskalendern drin sind. Allerdings kostet der hier ja auch nur 28 Euro. Und ich finde das für eine Marke, die an ein eher junges Publikum gerichtet ist, auch völlig in Ordnung. Die Adventskalender-Sticker sind Sachen, die ich selber niemals benutzen würde. Die sind aber total süß, also kann man auf jeden Fall machen. Muss man aber nicht. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Die Türchen lassen sich übrigens sehr angenehm öffnen. Das hatte ich bei anderen Adventskalender-Unboxings leider nicht unbedingt. Nichts Cosmetics. Denn auch wenn der günstig ist, ist es ja schade, wenn das ganze Layout quasi kaputt gemacht wird und der nachher richtig hässlich und zerfleddert aussieht, wenn der da immer noch steht, während man ihn aufmacht. Shoutout geht an High-End-Adventskalender, by the way. Der Adventskalender von Lookfantastic ist jetzt offiziell auch im Sale. Mein Unboxing-Video dazu kommt am 18.09. online und es lohnt sich tatsächlich für euch, eventuell auch darauf zu warten, denn es könnte sein, dass ihr dadurch einen kleinen monetären Vorteil davon habt. Lasst also super gerne auch noch ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt, denn ja, es sind sehr viele Adventskalender, die hier liegen und da kommen solche teuren, aber auch solche günstigen. Als nächstes habe ich einen Xmas Lip Liner, finde ich auch super süß, dass sie hier extra einen gemacht haben. Die sind dann immer so Limited Edition mäßig bedruckt. Die Farbe finde ich sehr, sehr schön. Ein wunderschönes, kühles Rosé Nude. Ist so genau meine Farbe. Tatsächlich sieht der in der Kamera gerade ein bisschen heller aus, als er für mich in Real Life aussieht. Das liegt manchmal an der Beleuchtung. Dementsprechend auch eine Farbe, die, finde ich, relativ inklusiv ist. Und die Lip Liner finde ich auf jeden Fall schön, auch wenn ich tatsächlich die Retractable Liner präferieren würde gegenüber diesen Holz-Lip Linern, aber die Farbe ist echt richtig toll. Als nächstes haben wir ein Produkt, was ich finde, was super gut in so einen Adventskalender passt und was ein bisschen überbelichtet ist. Geht das noch so Oldschool-YouTube? Ja, das funktioniert noch, lieben wir! Und zwar eine Handcreme. Das ist natürlich für die kühlere Jahreszeit, denn eigentlich sind die ja nicht gedacht dafür, dass man sie im August und im September aufmacht, diese Adventskalender. Wirklich richtig passend. Finde ich, ist immer okay. Ist so ein, auch ein typisches Filler-Produkt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite schön, dass es auch extra bedruckt ist. Und ich finde, wenn das so weitergeht, so eine Mischung aus Skincare und dekorativer Kosmetik, vielleicht auch so ein bisschen Tools, finde ich eigentlich auch voll in Ordnung. Wir haben hier auch einen kleinen Lidschattenpinsel. Ich finde die Form ganz schön. Das ist so ein Lidschattenpinsel, mit dem man so Packing Brush mäßig hier direkt auf das Lid gehen kann. Ich kann mir den auch als Concealer Brush vorstellen. Der hat so einen Stiel mit Glitzer drin. Also der wird wahrscheinlich auch extra dafür gemacht worden sein. Finde ich ebenfalls süß. Und ich hoffe, dass hier irgendwie noch ein kleiner Lidschatten oder eine Lidschattenpalette mit drin ist, damit man den auch direkt anwenden kann.
Apropos Glitzer, ebenfalls ein Füllprodukt für die Nägel ist diese kleine Glitzernagelfeile. Die ist natürlich nur auf der einen Seite benutzbar, also glaube ich zumindest. Oder kann man die Seite auch benutzen? Ich glaube nicht, oder? Müsste für mich persönlich auch nicht sein, denn ich benutze lieber Metallfeilen. Aber ist nichtsdestotrotz auch ein Produkt, was so typisch in solchen Adventskalendern mit drin ist. Hätte ich drauf verzichten können, aber ich habe halt eben auch Schellacknägel. Ich habe mich gerade so erschrocken, da ist was Flauschiges drin. Okay, wir haben hier ein Scrunchie. Das sieht einfach aus wie eine kleine Schafswolke. Guck mal. Finde ich auch richtig süß. Also das Gummi ist auf jeden Fall gut fest, aber trotzdem so, dass man auch mit so einem dicken Zopf wie meinem, den könnte man da auch super drum machen. Und ich finde auch, dass der Look richtig süß ist. Fühlt sich auch richtig flauschig an. Ist wahrscheinlich auch extra dafür gemacht worden. Und ja, also auch so ein Standardprodukt in so einem Adventskalender finde ich aber richtig niedlich. Und für die Jahreszeit, das sieht doch auch super süß aus. Ich weiß, ihr seid das gar nicht gewohnt, dass die maulende Myrte auch mal positiv sein kann. Und das, nachdem ich so einen schlechten Tag hatte. Aber hey, fair ist fair und ich beurteile natürlich auch alle Adventskalender, nicht nur vom Inhalt her, sondern auch vor allen Dingen in Relation zu ihrem Preis. Hier haben wir einen kleinen Xmas Eyeshadow, also auch passend zu dem Lidschattenpinsel. Das finde ich super, hatte ich ja auch schon gesagt. Wie gesagt, ich swatche die nicht, aber das ist ein richtig schöner, so bronzy-gold-Schimmerton. Perfekt für diese Jahreszeit, kann man aber auch die restlichen Saisons das ganze Jahr übertragen. Finde ich, ist auch ein tolles Produkt. Und es passt natürlich auch von der Zusammenstellung her zusammen. Wir haben hier ein Produkt drin, das ich richtig geil finde. Okay, und zwar einen Blur Primer. Achtung, Oldschool YouTube, back incoming. Ist eine kleine Größe, nämlich 8 Milliliter, aber ein Blur Primer trägt mir ja auch nicht über das ganze Gesicht auf. Also sollte man zumindest nicht, sondern dort, wo man vergrößerte Poren hat. Das heißt, Poren, die vergrößert sind, kann man damit optisch verkleinern. Und ich finde es richtig cool, dass sie so einen mit reingemacht haben. Ich persönlich benutze sowas jeden Tag in meiner Make-up-Routine. Deswegen für mich ein Produkt, das richtig, richtig gut ist hier drin. Wir haben ein Konturengleit-Kajal Waterproof. Hier unten ist noch ein Anspitzer mit drin. Und die Farbe ist ja mal richtig geil. Oh, und er ist retractable. We love it. Das ist so ein richtig kühles Silbergrau. Ich finde, das hat fast schon auch so ein bisschen was Bläuliches mit drin. Wunderschön. Und ich finde, dass die richtig, richtig toll sind. Ich kenne die tatsächlich nur als Lip Liner. Die Kajal davon, also für die Wasserlinie bei den Augen, habe ich tatsächlich noch nicht getestet. Aber ich finde, dass die Lip Liner auch sehr, sehr gut sind. Und wenn die eine ähnliche Textur haben, richtig geil. Und das ist natürlich auch eine sehr schöne Farbe. Dieses Frosty Silver finde ich auch zu Silvester richtig schön. Aber auch jetzt so in der kalten Jahreszeit mega nice. Und es ist eine Originalgröße. Das ist, glaube ich, jetzt auch nicht extra für den Adventskalender gemacht, außer vielleicht die Farbe. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob die Farbe 39 auch im regulären Sortiment mit drin ist. Das weiß ich nämlich nicht. Geil, wir haben eins von den Hydro Sprays hier mit drin. Abgefüllt in so einer Xmas-Flasche, also auch passend optisch zu den anderen Produkten. Hier sind wie viel Milliliter mit drin? 30! Hä, die sieht so klein aus. Okay, 30 Milliliter ist auf jeden Fall, glaube ich, auch das ist die doppelte Menge von dem Travel Size von Urban Decay. Das ist echt eine ordentliche Menge, vor allen Dingen für einen Adventskalender. Und das Hydro Spray von Strain It Up finde ich sehr angenehm. Richtig schön, dass sie das auch mit reingemacht haben. Weil gerade jetzt Richtung kalte Jahreszeit braucht man wegen der trockenen, warmen Heizungsluft drinnen und der kalten, feuchten Luft draußen immer besonders viel Moisturizer, finde ich. Also zumindest ich mit trockener Haut empfinde das so. Wenn ihr ölige Haut habt, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr eurer Haut dann auch mehr Feuchtigkeit zuführen müsst, obwohl ihr ölige Haut habt. Ich habe immer das Gefühl, sonst produziert die Haut halt noch mehr Öl. Wisst ihr, was ich meine? Macht das Sinn, was ich sage? Wahrscheinlich nicht. Ein weiteres Nagelprodukt, aber kein Nagellack, was ich cool finde, denn Nagellack wäre für mich ja ein Produkt, das ich nicht benutzen würde. Das hier sind 11 Milliliter, also auch eine Originalgröße. Das nennt sich Calcium Milk und das ist einfach ein Nagelhärter. Also den trägt man auf wie einen Nagellack. Den kann ich euch auch einmal eben aufmachen, denn der ist nicht versiegelt. Ich werde den natürlich nicht testen. Der hat so eine milchig-grüne Farbe und den trägt man halt einfach auf, um den Nagel zu härten. Damit die halt nicht so schnell abbrechen. Ist also auch ein sehr universelles Produkt. Klar, es gibt bestimmt Leute, die deutlich härtere Nägel haben als ich, aber das finde ich sehr schön, weil das ja auch nichts mit der persönlichen Präferenz von Farben oder so zu tun hat. Ich persönlich würde das also auch benutzen. Und noch ein Produkt, was ich richtig, richtig gut finde.
Ich finde, Handcreme ist sowas, was typisch passt in einen Adventskalender, eben wegen der extra Pflege, aber auch Lippenprodukte. Und das hier ist eine Lippenbutter, die auch extra in diesem Xmas Decoration daherkommt. Hier haben wir 8 Milliliter, also auch eine normale Größe, so einen ganz normalen Applikator hier mit drauf. Und die finde ich auch richtig, richtig toll, weil die eben auch einfach schnell mal in eine Handtasche geschmissen werden können, um die trockenen Lippen, die strapazierten Lippen auch ein bisschen zu pflegen. Sowas finde ich ist auch ein typisches Standardprodukt in einem Adventskalender. Freue ich mich aber trotzdem drüber, weil das kann eigentlich jeder und jede gebrauchen. Und das hier ist auch nicht farbgebunden, also das ist ein Clear Gloss und dementsprechend kann man das zum Beispiel auch dann statt eines Lipglosses noch tragen, wenn man auch einfach nur einen Lip Liner oder sowas drauf hat oder auch einfach nur so auftragen. Geiles Produkt. Hey, bis jetzt ist das doch schon mal richtig gut, ich freue mich. Leute, vielleicht bin ich damit alleine, aber als ich das hier gerade ausgepackt habe, habe ich an eine andere Kategorie Produkte gedacht, eher für Erwachsene. Und nicht an einen Weihnachtsbaum-Make-up-Sponge. Aber gut. Ist eine süße Idee, aber ich glaube super unpraktisch. Also bis auf die Spitze hier oben, die man bestimmt super für Concealer benutzen kann, aber damit kann man doch seine Base nicht gut verblenden. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, ach Leute, dann macht das doch eher in so einer Christbaumkugelform oder so, dann in rund, dann kann man damit wenigstens flächig arbeiten für die Foundation. Trotzdem, süße Idee, süße Umsetzung passt natürlich von der Form, aber ich glaube, dass eine andere Form wäre vielleicht auch ein bisschen angebrachter gewesen. Oder bin ich es? Am I the problem? Wir haben einen weiteren Pinsel, und zwar einen Eyeliner- und Augenbrauenpinsel. Auch der ist mit dieser Glitzerdekoration hier am Stiel versehen und der ist so leicht angeschrägt. Den werde ich auch nicht auspacken, aber ich weiß, dass die Pinsel auf jeden Fall auch immer richtig schön sind. Die haben auch immer so wunderbar feine Härchen und sind übrigens auch, soweit ich weiß, alle cruelty-free. Hätte ich auch mal vorher drauf gucken können, ne? Finde ich gerade nichts dazu. Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich benutze diese tatsächlich nicht für die Augenbrauen und ich würde die tatsächlich auch nicht für einen Liquid Liner benutzen, sondern ich benutze solche angeschrägten Pinsel gerne für entweder hier unten, um ganz nah an die Wasserlinie unten ranzugehen, ohne dass es zu smoky wird, oder um einen Shadow Liner zu machen, also mit einem Eyeshadow einfach hier so einen Eyeliner zu ziehen. Dafür sind die richtig super und der ist auch super fein und super klein und flach. Damit kann man also richtig gut so Detailwork machen. Geil. Mann, ich lieb's doch einfach, dass wir hier so günstige Alternativen aus der Drogerie haben und die so gut sind. Da hinten liegen auch noch Balea und Isana liegt noch in meiner Rossmann-Filiale, muss ich morgen noch abholen. Und wenn die so süß sind wie letztes Jahr, dann freue ich mich einfach so unglaublich. Oh mein Gott, apropos süß, Leute, wir haben einen Handwärmer in so Herzchenform. Okay, den muss ich einmal auspacken. Das ist kein Handwärmer, Leute, das sind Augenpads. Ich kann doch nicht mehr. Guck mal, da sind so bronzene, kupferfarbene kleine Glitzerherzen mit drin. Und die sind separat, damit man einfach die in den Kühlschrank und dann auf die Augen legen kann zum Kühlen. Ich sterbe da. Ich heule. Ich dachte, das wäre so ein typischer Handwärmer. Hätte ich auch super gefunden. Aber stand hier mit drauf. Augenpads. Die finde ich richtig, richtig toll. Und ich finde, sowas kann auch jeder und jede gebrauchen. Ich bin so ein kleines Opfer heute, sage ich euch ehrlich, weil ich vorhin so geweint habe. Ich brauche die eigentlich auch gerade. Meinst du, es fällt jemandem auf, wenn ich die einfach einstecke? Nein, das machen wir nicht. Wir tun die da wieder rein. Okay, hört auf, mich anzuschreien. Oh, hier haben wir eine. Ist das eine Lidschattenpalette oder eine Facepalette? Facepalette! Guck mal, wie schön. Also hier haben wir drei Highlighter oder Shimmer-Shades drin. Kann man natürlich auch als Lidschatten benutzen. Und zwar haben wir hier so ein richtiges Icy White, ein Sparkly Gold und ein Rosé Champagne. Und bei dem Rosé ist ein bisschen schade, dass man das nicht so gut in der Kamera erkennt. Ah, so kann man es erkennen. Könnt ihr sehen, dass das so ein bisschen shifty ist? Also, dass es so Champagnergold aussieht, wenn ich es so halte und pink, wenn ich es so halte. Das kann ich mir so richtig gut als Blushlighter vorstellen. Das wäre für mich persönlich zu dunkel, um es als Highlighter zu benutzen, aber kann man ja als Lidschatten benutzen. Und dadurch, dass dieses Gold mit drin ist, finde ich, ist es auch noch inklusiver, als wenn wir nur diese hellen Töne hätten. Finde ich richtig gut gemacht. Nee, echt, Trinidad, das habt ihr richtig gut gemacht. Fange ich wieder an zu weinen. Du kannst dieses Make-up nicht noch ein drittes Mal auftragen heute. Ich bin einfach so proud auf die Drogerie, dass die halt so geile Sachen raushauen für diese Preise. Okay, wir haben einen Nagellack, was mich nicht verwundert. Das ist ein Produkt, das ich, wie gesagt, weil ich Shellac schon seit Ewigkeiten benutze, ja nicht nutzen würde. 11 Milliliter mit einem wunderschönen, beerigen, satten Weinrot. Der gefällt mir richtig, richtig gut von der Farbe her. Wäre auch eine Farbe, die ich selber auftragen würde. Und da muss ich einfach sagen, die meisten Leute tragen ja vielleicht nicht unbedingt Shellac. Nagellack ist auch so ein typisches Standard-Sortimentsprodukt, was in einem Adventskalender mit drin ist. Dieser hier ist, wie gesagt, auch extra dafür gemacht. Ich glaube, das ist auch eine Farbe, die es nicht in der Drogerie aktuell im Sortiment gibt.
Finde ich sehr schön, sehr passend zu dem Thema Adventskalender. Auch das, selbst wenn es ein Produkt ist, das ich selber nicht benutzen kann, insgesamt aber für die meisten KonsumentInnen, glaube ich, ein schönes Produkt. Oh, wir haben auch noch einen Christmas Lipstick. Lass mich raten, der ist bestimmt rot, oder? Wow, Leute. Das ist so ein mattes Rot. Das passt, glaube ich, richtig gut dazu. Okay, das sieht etwas heller aus in der Kamera, als es bei mir aussieht. Beides übrigens. Die Töne sind beide noch etwas dunkler, als ihr das jetzt wahrnehmen könnt. Und das ist auch so ein wunderschönes, bärriges Nude fast schon, das, glaube ich, auch sehr inklusiv sein kann. Oh, ich wünschte, da wäre irgendwo noch ein Lip Liner mit drin in der passenden Farbe dazu. Ich weiß nicht, ob einer da ist, aber ich wünschte es mir. Auch das absolute Standard-Sortimentsprodukt für einen Adventskalender, aber richtig, richtig toll. Oh, und hier steht auch vegan drauf. Aber ich weiß nicht, ob alle Produkte vegan sind. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Oh, hier haben wir ein Produkt drin, das finde ich gar nicht mal so Standard ist für einen Adventskalender, aber sehr, sehr cool und sehr universell. Denn wir haben hier so eine angestrickte Pinzette, angelehnt an die Tweezerman-Optik mit diesen scharfen Kanten. Ich liebe die Tweezermans, aber so eine Tweezerman kostet halt auch 30 Euro und das hier wahrscheinlich im Kauf 3 Euro. Im Verkauf meine ich, im Kauf wahrscheinlich 3 Cent oder so, wahrscheinlich sogar noch weniger. Auch in dieser Adventskalender-Optik, auch das ein Produkt, das bestimmt viele gebrauchen können. Und ich denke mir halt auch, das sind bestimmt Adventskalender, die für ein bisschen jüngeres Publikum eher gedacht sind. Und die haben dann einfach eine schöne Auswahl. Oh, haben wir hier einen Lip Liner? Nee, wir haben einen weiteren Kajal. Der hat eine ganz besondere Farbe. Ich finde, das ist wie so ein Rosé-Pearl. Auch das eine sehr schöne Farbe. Auch das finde ich sehr passend. Und das hier ist tatsächlich auch wieder so ein Limited Edition extra für den Adventskalender. Sieht man an der etwas kleineren Größe und daran, dass es eben extra bedruckt ist und dieser Holzpencil damit ist. Finde ich auch sehr schön. Öffnet die Augen optisch immer. Finde ich ganz toll. Und hat so quasi den gleichen Vibe wie dieses Silber Frosty, bloß halt eben mit so einem Rosé-Schimmer. Und das passt ja auch wieder zu den Highlighter-Shades. Mensch, die haben sich da richtig viel Gedanken gemacht. Ich so voll überrascht, dass jemand ein gutes Konzept im Adventskalender hat. Leute, wir haben noch drei Türchen. Wir haben hier noch ein Xmas Face Serum. 10 Milliliter mit einer Pipette in einer Glasflasche. Fühlt sich sehr hochwertig an. Was soll das denn können? Feuchtigkeitsbewahrendes Serum mit 10% Niacinamid. Eines meiner Lieblingsinhaltsstoffe für die Haut. Denn Niacinamid macht zwei Sachen, die extrem toll sind. Einmal die Hautbarriere stärken, zweitens die Poren ausreinigen und dadurch A, die Teigproduktion kontrollieren und B, sie auch noch ein bisschen optisch kleiner aussehen lassen. Steht auch vegan mit drauf. Das Einzige, was ich bei 10% ein bisschen schwierig finde, ist, dass Niacinamid nur bis zu 5% statistisch extrem gut erforscht ist. Was nicht bedeutet, dass 10% irgendwie gefährlich ist oder so. Es gibt nur nicht so viel wissenschaftliche Daten dazu. Ich persönlich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass meine Haut, ich habe ja auch Neurodermitis und tatsächlich an einigen Stellen auch Schuppenflechte hier, an den Händen rastet es auch gerade wieder aus. Also falls ihr komische rote Stellen seht, bitte ignoriert sie. War einfach die Erfahrung, dass ich am besten fahre mit einer Konzentration zwischen 5 und 8% Niacinamid. 10% war fast schon etwas too much für meine sensible Haut. Nichtsdestotrotz finde ich schön, dass sie es mit reingetan haben und Feuchtigkeit, wie gesagt, meiner Meinung nach, nicht nur, weil ich ein trockener Hauttyp, sondern ganz generell in dieser sehr strapazierenden Zeit rund um in dem Winter und Weihnachten und so, finde ich richtig gut. Okay, zweitletztes Türchen. Wir haben noch einen Nagellack, allerdings in einer ganz anderen Farbe. Der hier ist ja auch einfach, naja, matt nicht, aber der hier hat so kleine Sparkles mit drin. Hier sind 8 Milliliter mit drin, hier sind 11 Milliliter mit drin. Finde ich, ist auch eine sehr schöne Farbe und diese Pearly Shine passt auch mega gut zu diesem Kajal dazu. Also der gefällt mir auch sehr. Auch, dass wir quasi zwei so ganz unterschiedliche Farben mit drin haben, je nachdem, ob man gerne so ein bisschen kräftigeren Wawawoom-Nagellack trägt, wie diesen hier, oder eher so eine Art Nudie Pearly Shine. Auch sehr schön. Einmal kurzer Einschub von Editing-Karte hier, denn mir ist aufgefallen, ich habe ein komplettes Produkt übersehen. Upsi! Ist mir gerade erst aufgefallen, als ich das Unboxing von Daisy, also Sarah Isabel, Like a Daisy in Spring gesehen habe und sie so voll happy gesagt hat, oh mein Gott, da ist ja auch einer von den Multisticks drin für Cheek, Lips and Eyes. Und ich war so, hä? Ist es? Leute, ich habe einfach ein komplettes Türchen vergessen. I'm so sorry. Also, wir haben ja auch noch einen von den Multisticks mit drin.
Multisticks deswegen, weil man sie, wie gesagt, als Blusher benutzen kann, aber auch auf den Augen und den Lippen. Die sind also extra eye safe. Die Farbe ist wunderschön. Also ich glaube, nee, steht kein Farbton mit drauf. Ein schönes, sattes, dunkles Kirschrot würde ich das nennen. Aber nicht zu knallig. Passt meiner Meinung nach auch super zu dem Nagellack und dem Lippenprodukt, was ich schon gezeigt habe in dem Unboxing. Und ich mag tatsächlich die Formulierung davon auch, weil die sind so, ich würde sagen, leicht bis medium, also so light plus pigmentiert und dadurch sind die sehr anwenderinnenfreundlich und ich würde die tatsächlich aber nicht direkt auf die Base machen, also wenn man Foundation drauf hat. Ich wärme solche Produkte in dieser Stickform gerne immer erstmal auf meinem Handrücken an, weil sonst diese etwas festere Formulierung dazu führen kann, dass eure Foundation sich abhebt. Aber die sind echt richtig schön und ich bin froh, dass ich ihr Unboxing gerade geguckt habe, weil das wäre ein bisschen peinlich gewesen. Ja, also es sind tatsächlich auch 24 Produkte. Never mind. Back to the Unboxing. Und letztes Türchen. Und es ist noch ein Eyeshadow mit drin. Und auch in einer sehr schönen Farbe. Ich hätte mir auch zum Beispiel so ein Champagnergold gut vorstellen können in Kombination. Aber ich finde dieses Rot-Kupfer auch richtig, richtig toll. Weil es ist ein bisschen ausgefallener, als wenn man immer diesen Standard Inner Corner Eyeshadow da mit drin hat. Und auch hier muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Ist shimmery. Man hat auch wie viel Gramm mit drin? Steht gar nicht mit drauf, glaube ich. Also ich schätze mal, da sind vielleicht so 3 oder 4 Gramm mit drin, aber das reicht auf jeden Fall für einen Eyeshadow absolut aus. Und das ist natürlich auch eine schöne Kombination, weil ich mir auch gut vorstellen kann, dass man die beide zusammenträgt. Leute, das war der ganze Inhalt vom Trended Up Adventskalender. Das ging A super schnell und B, habt ihr mich meckern gehört? Ich glaube nicht, außer auf sehr hohem Niveau. Ich finde, das ist eine sehr gelungene Auswahl. Inwiefern die Produkte vom Warenwert sehr viel den Preis übersteigen, kann ich euch nicht sagen, weil diese Produkte, die extra für Adventskalender produziert werden, sind ja immer ohne irgendwelche UVPs, also unverbindliche Preisempfehlungen, auf den Webseiten eigentlich auch gar nicht gelistet. Das heißt, ich kann immer nur so sagen, ah, Pi mal Daumen und so, aber allein hier die Face-Palette, das Spray und so weiter, das sind zum Beispiel Sachen, da gehe ich mal von aus, das hier hätte sonst einen Preis gehabt von 4 €, das vielleicht auch von 4 €, diese Calcium-Base vielleicht auch 2 oder 3 € und so weiter. Das heißt, mit 24 Produkten, die wahrscheinlich bis auf die Nagelsticker und die Nagelfeile alle über 1 € gekostet hätten und ein paar Produkten, die definitiv mehr als 1 € gekostet hätten, kommt ihr definitiv mit einem höheren Warenwert als dem Preis heraus. Und von mir ist das eine Empfehlung. So, ich sag's euch einfach, wie es ist. Es ist einfach eine Empfehlung. Ein sehr schöner Adventskalender, vielleicht für eine eher jüngere Generation, als ich es jetzt bin, oder für jemand, der noch nicht viele Produkte hat. Eine schöne Mischung aus Skincare-Produkten, dekorativer Kosmetik, ein bisschen Nagellack und so weiter. Und ein paar Tools natürlich auch mit drin. Also für AnfängerInnen absolut geeignet. Schöne Dekoration. Leute, falls ihr euch gefragt habt, ob dieser Adventskalender es wert ist, gekauft zu werden, meiner Meinung nach ja. Trended Up, ihr macht mein Herz gerade richtig voll, nachdem ich wirklich einen schlechten Tag hatte. Und ich liebe es ja eigentlich, die maulende Myrte zu sein, aber ich freue mich auch, wenn tolle Produkte mit dabei sind und das ist hier definitiv der Fall. Wie würdet ihr den Adventskalender bewerten? Würdet ihr euch den kaufen? Egal ob jetzt für euch selber oder vielleicht auch für jemand anderen. Lasst mich gerne unten in den Kommentaren eure Meinung wissen, denn ich liebe es, mich mit euch darüber auszutauschen. Weitere Adventskalender-Videos sind natürlich in der Pipeline. Denkt daran, morgen kommt meine Story dazu, welche Palette ich dafür benutzt habe. Und nächste Woche kommen weitere Adventskalender-Videos, Make-up-Videos, das Catrice Foundation-Video. Holy shit, ich muss noch so viel machen heute. Dementsprechend sage ich jetzt einfach danke fürs Zuschauen. Denkt dran, stay hydrated, passt gut auf euch auf, seid gut zu euch selber und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!